Nee, diese Lache von Twitch ist so geil. Während ihr dir mit dem Poison erstmal schön 2000 Damage in den Rücken joinkt. Das ist. Who's that Pokémon? It's no way for you! Jetzt müssen wir schnell sein hier. Ich biete ihm noch Remi an. Warum lehnt er denn ab? Mate, ich bin doch voll weiter ahead. Ja, das hat jetzt nicht so gut geklappt. Ich glaube, ich muss eine kürzere Zeit spielen beim Schach. Überlegt super, super lang gerade. Wir sollten dann Zeit Advantage haben. Wir können jetzt hier die Wave reindrücken. Ich fühle mich gerade wie Faker. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich fühle mich gerade wie Faker. Wir müssen hier ein bisschen ausdünnen, wenn es geht. Soll ich nochmal ein Remi anbieten? Ich würde mich so gerne auf das League-Game konzentrieren. Please. Kann ich nochmal ein Remi anbieten oder ist das unhöflich? Das kannst du ja noch easy playen, Bro. Oh. Mann, das ist so gemein. Ich kann nichts machen. Jetzt habe ich wahrscheinlich verloren. Oder? Ah, der muss den unbedingt die Combo von dem interrupten. Das ist sehr, sehr einfach als Fresh eigentlich. Also ich hätte die auch flashen müssen. My bad, my bad. Das ist Remi akzeptiert. Okay, wir nehmen es einfach. Das ist ein Free Win, ne? By the way. Also, das ist ein Free Win. Ich weiß, dass es ein Free Win ist. Aber wir müssen hier League spielen. Wir müssen uns aufs League Game konzentrieren. Ich werde gucken. Ne, er muss zumindest schaffen, dass er mich halt danach nicht mehr wehen darf. Also, das ist trotzdem my bad. Das ist einfach my bad. Ich habe Schock gespielt. Wir haben ein Game. Das ist einfach bad. Ich bin nicht Faker, Leute. Faker kann das. Ich kann das halt nicht. War ein unnötiger Tod. Aber, und das Game sieht sehr schlecht aus. Jetzt müssen wir anspannen, ja. Interrupt man, die kommen mit dem E von Fresh. Kannst du praktisch ihn in der Loop interrupten. Wenn du das ein bisschen trainierst. Ja. Schiebt er mir aber die Wund, ne? Die ist aber nicht die feine englische Art. Der Pusche. Nicht, dass wir das anspielen wollen. Hast du ja ein Flash Go? Ja, aber wenn er ihn praktisch spricht, die geht. Nice, schöne Channel, Bro. Dafür musste ich die Lenta nicht nehmen und konnte dann beten weiter. Sehr, sehr schön, sehr, sehr schön. Sehr, sehr schön in der Mitte. Der Choco, let's go. Tanz sie aus, Junge. Wollen wir mal Plate schreiben? Come on, ey, wir haben das. Jetzt auch schon unseren Tuve. Kann theoretisch mehr über Mitte gehen in solchen Games. Wahrscheinlich einfach hart pushen, oder? Ja, es sieht nicht so aus, als würde sich das entwickeln lassen, schnell runtergehen, ja. Kannst du ihn schon beim Ansturm interrupten? Genau, ja. Das, also, wenn normalerweise, wenn er nicht flasht, der Alistair, und er dasht auf dich zu mit seinem W, dann kannst du als Fresh, während er auf dich zudasht mit dem W, kannst du dein E verwenden und dann schiebst du ihn so ein bisschen weg und dann ist er nicht mehr in Range für sein Q. Alistair ist Mitte. Wir sollten hier reinpushen. Der Drake wäre natürlich nice to have. Hier ist immer noch der Control-Board drin, den können wir mal kurz nehmen. Die Gegner haben halt eine sehr gute. Oh, der ist weg. Die Gegner haben eine sehr gepeatete Kiana. Die wäre wirklich wichtig zu killen. Dann wäre es sehr, sehr cool, wenn wir für die Goobies hochgehen könnten. Also, let's see, let's see. Schade. Guter Flash von der Belle. Wir verlieren eine Wave dafür, aber wir kriegen 6 Goobies. Also, das ist pretty good. Die Wave-Top ist auch nice für den Shen. Das heißt, der hat eine gute Wave und wir sind trotzdem fein noch. Wir müssen bloß die Kiana einmal töten. Das ist das Wichtige. Und wir könnten uns hier überlegen, einfach einen Sonyas relativ früh zu bauen, damit wir ein bisschen Counterplay haben gegen sie. Die haben den Drake allerdings bekommen, was nicht so nice ist. Oh. Das wäre ein wichtiger Kill, wenn er ihn findet. Bitte gehen. Oh. Oh!
ist das bitter. Die Tiara klaute ja komplett den Kollegen. Absolute Klaute. Das war so knapp, dass die Shen-Ult da ab ist für mich. Dann killen wir die da alle wieder. Flash. Achso. Kein Schiff, ne? Ich spiele den Poke-Build. Ich spiele den Poke-Build hier. Die haben halt so viel Burst-Damage, die Gegner, ne? Die Qiyana ist fett und die Kaiser ist fett. Die Qiyana hat auch noch First Turret. Oh, das ist so scary, das Game, ne? Weil was zur Hölle sollen wir gegen die gefeedete Qiyana, die gefeedete Bell später überhaupt machen? Dann Richtung Rabadon hier. Wir könnten actually hochschauen. So wie es aussieht, steigt die da gerade ein. Das heißt, wir sollten hier sterben. Hätten wir euch da jetzt einen Assist gekriegt? Hey, was hat mir da einen Assist gegeben? The fuck? Das Game ist halt, durch den Ionen ist es halt sehr, sehr schwer winnable, leider. Er wird so deklassiert von der Qiyana. Nur noch Shen Ult, also wir müssen das halten. Nice, Drake für uns. Das ist auch eine Bounty schon. Ja. Guter Hook da vom Trash auch, muss man sagen. Sehr schön, sehr schön. Bisschen konzentrierte Late-Night-Games. Ja. Das kriegen wir auch noch irgendwie carried hier die Runde. Komm. Okay, back to base we go. Jetzt unser ganzes Rabadons ready hier. Und dann können wir jetzt als nächstes, denke ich, dass Sonjas hier eine sehr, sehr gute Wahl ist. Wenn wir das holen wollen. Jetzt ist bloß die wichtige Frage ist halt, wie lösen wir unser super fett Qiyana-Problemchen? Die wird wahrscheinlich den Turret wollen. Das Problem ist, wie verhindere ich das? Nein, es war... Also, sie hat einen Shutdown gefeedet. Ich hatte einen Mini-Shutdown auf meinem Kopf und sie hat Flash verloren. Ich glaube, das ist legit nicht so bad gewesen, oder? Ich hätte natürlich flashen müssen, anstatt die Lantern dazu zu nehmen. Aber ich glaube, das ist legit nicht so bad gewesen da. Schöner Taunt. So ein schöner Taunt. Der Schako-Klon mit dem Double-Kill. Holy shit. Geil, der Fresh spielt richtig einen auf, ja. Der spielt richtig einen auf. Super nice. Let's go, mate. Auch immer noch nicht den Tier 2 unten verloren. Das ist auch ziemlich huge. Er kriegt jetzt allerdings den Tier 2 Top-Lane. Das ist sehr, sehr bad für uns. Das ist leider sehr, 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 sehr bad für uns. Unseren Seekers. Wir wollen auf jeden Fall auch das hier. Kann man das ADK auch bis Minute 20 farmen und jedem Fight aus dem Game aus dem Weg gehen? Bestimmt. Nicht jedes Game, aber klar. Auch das ist möglich. Diese Lache von Twitch ist so geil. Während ihr mit dem Poison erstmal schön 2000 Damage in den Rücken joinkt. Das ist. So, let's go. Das war ein huge fight, hä? Holy shit, da war clean, ne? Auch krasse Shen-Tons da, aber well played, well played. Vom Fresh, vom Shen, super krass. Ist AP besser als AD? Ich glaube schon, ja. Ich glaube, das ist besser. Gab's das Skana-Game schon? Nee, das kommt auch noch heute, das Skana-Game. Das kommt auch noch heute. Ja,
Damage ist so nasty, ey. Wow. Macht echt Spaß, du. Da macht echt Spaß, ey, der Outfit-Match. Da habe ich was gefunden im Playstyle, der mir richtig taugt. Da habe ich einen Playstyle gefunden, der richtig, richtig Laune macht. Ey, diese zwei Tanks. Ist das beautiful, mit euch zu spielen? Ist das beautiful? Wow. Kein Eldring heute. Doch, Eldring ist auch noch. Oh mein Gott, wir haben noch so viel zu machen. Ja, wie ist es denn? Ah, es ist ja erst 0.25 Uhr. Die Nacht ist doch noch jung, Werber-Twitch. Die Nacht ist doch noch jung. Arbitwitch ist nüchtig. Wie meinst du das? Findet ihr? Ich finde, Arbitwitch ist schon ein legitimer Playstyle für Botlane, oder? Das ist, glaube ich, der einzige richtige AP-Match, der so richtig viable ist gerade. Du kannst noch Hawaii spielen, aber Seraphine zum Beispiel und Zix sind nicht mehr so gut. Naja, Arbitwitch ist besser, wenn man ein guter AD-Carry ist. Ich glaube, ich bin mir ziemlich sicher, dass Arbitwitch bessere Win-Ratios hat als Arbitwitch. Der ist ein bisschen, also der ist einzigartig zu spielen. Ich würde sagen, der ist ein bisschen schwerer als Arbitwitch. Red sagt AD größer AP, aber Red spielt doch nur Arbitwitch. Bin ich Shred in Real Life nur Arbitwitch? Er schlägt diesen Damage an, das ist komplett gemein, ey. Das ist so geil, ey. Let's go. Das ist ja so geil, ey. Wow. Das macht echt Spaß zu spielen. Kann ich echt nur empfehlen, Leute. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Red in Real Life nicht wirklich... Ich bin mir ziemlich sicher, dass der nur noch Dings Twitch spielt. Wow, nice one. Das ist der Yon klatscht die Kiara jetzt weg. Die zwei Bodyguards, ja, der Shen und der Fresh hatten mich das Game. Ich finde auch, dass so AD-Champions fühlen sich so geil zu spielen an, wenn du umsorgt wirst. Wenn Leute sich tatsächlich um dich kümmern und dich healen und dich ulten und mit dich CC'n und was weiß ich. Das ist so gut, Einfach Animal, ja, ne? Nice. GG. There it is. Wow, das hat so Spaß gemacht, die Runde. God damn. Was ein insane geiles Twitch-Game, Leute. Red Enjoyer hier spielt fast nur noch AP, ab und an mal ein AD-Game, merkt, dass es scheiße ist und hört wieder auf. Ja, das dachte ich mir nämlich, weil ich glaube, AP-Twitch ist wirklich auch besser. Ich glaube, wenn du Hyper-Carry-AD-Carries spielen möchtest, dann musst du einfach aktuell sowas wie Jinx oder Ceri spielen. Selbst Aphelios ist, glaube ich, wieder ganz gut. Aber der Dings ist nicht so nice. Alright, wir sind auf 61 LP. Team that'll win, I say cool, 'cause it's gonna be whichever.